In welcher Höhe muss ein Objekt gebracht werden, damit sein Gewicht sich auf ein Viertel reduziert? Nehmen wir zum Beispiel als Objekt einen Satelliten. Was wir suchen, ist diese Höhe h von der Erdoberfläche bis zum Objekt hin. Wir werden diese Höhe h in Kilometer ausdrücken. Wir wissen durch die Angaben, dass die Gravitationskraft ein Viertel von der Gewichtskraft ist. Dazu setzen wir jetzt diese zwei Formeln ein, die Formel zur Gravitationskraft und die Formel zum Gewicht. Diese zwei Größen sind gleich, das führt also sofort zu dieser Gleichung, die wir durch m kürzen können, wo m die Masse von dem Objekt ist. Somit führt diese Gleichung sofort zu dieser, in der wir groß G ersetzen durch 6,67 mal 10 hoch minus 11, die Masse der Erde ersetzen durch 5,98 mal 10 hoch 24 und die Fallbeschleunigung klein g ersetzen durch 9,81. Somit finden wir als diesen Abstand klein r ungefähr 12.752.901 Meter. Das ist diese Distanz klein r. Wir suchen aber diese Höhe. Diese Höhe finden wir, indem wir von klein r den Erdradius subtrahieren. Wir machen also diese Rechnung. Beide Zahlen sind in Meter angegeben und finden so als Höhe h 6.377.901 Meter, das heißt ungefähr 6.377,9 Kilometer.